Horrorunfall auf der B103 bei Lage im Landkreis Rostock. Am Freitagabend kam es in der Nähe von Weitendorf zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Für eine Insassin endete der Crash tödlich. Vier weitere Beteiligte wurden schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr übersah ein 47-jähriger Fahrer eines Fiat beim Linksabbiegen in die Umgehungsstraße der B103 einen aus Kronskamp kommenden Transporter. Der Transporterfahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge schleuderten nach der Kollision in einen Graben. Ein Großaufgebot an Rettungskräften kam zum Einsatz. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kritzkow mussten zudem einen ihrer eigenen Kameraden aus einem der Unfallwracks befreien. Zwei Personen im Unfall verursachenden Fiat wurden schwer verletzt. Der Zustand der 49-jährigen Beifahrerin verschlechterte sich jedoch, sodass sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Die beiden Insassen im Transporter wurden ebenfalls schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber und ein DEKRA-Gutachter kamen am Unfallort zum Einsatz. Die Straße war erst nach 6,5 Stunden wieder frei befahrbar.